wenn irgendwie, keine Ahnung, Touristen kommen und ein Foto machen wollen. Das finde ich. Das passiert dir? Groß, klein. Groß, klein. Groß, klein. Ist uns doch egal. Total egal. Das ist Julia und das ist Henny. Julia kommt aus Wien und arbeitet da als Regieassistentin am Theater. Henny ist aus Berlin und Studentin der Erwachsenenbildung. Als wir Teenager waren, fanden wir unsere Körpergröße manchmal ätzend. Heute finden wir das aber eigentlich ganz okay. Julias coolster Move ist das. Hennys coolster Move ist das. Hey, ich bin Henny. Ich bin Julia. Und wir sind heute ohne Ella oder Lisa hier. Auf Klo. Und wir quatschen über unsere Körpergröße. Die doch sehr unterschiedlich ist. Wir quatschen über Dating, wir quatschen über Vorteile, Nachteile. Und ob wir unsere Körpergröße ändern würden. Wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,63. Und wie groß bist du? 1,87. Wann ist dir denn zum ersten Mal bewusst geworden, dass du groß bist? Ich war eigentlich immer einer der Größten in der Klasse und irgendwann mit 16 bin ich dann noch weitergewachsen und dann war ich definitiv die Größte. Und ich glaube, das war dann so der Moment, wo ich mir echt gedacht habe, okay, ich bin schon größer als jetzt der Durchschnitt. Wann ist dir so klar geworden, dass du eher klein bist? Relativ spät, glaube ich, erst wenn es so losging, dass man seriös wirken wollte oder ernst genommen werden wollte und auf einmal hat es nicht mehr funktioniert. Früher war es halt so die kleine Süße und es war noch cool, aber irgendwann hat man halt keinen Bock mehr, die kleine Süße zu sein. Wann war das so, also dieses Ernstwerden? Mit 16, würde ich jetzt mal sagen, da, wo man Bier kaufen wollte. Also okay, damit hatte ich nie ein Problem. Mich haben sie immer vorgeschickt, irgendwie was kaufen, weil mich hat natürlich nie irgendwer nach dem Ausweis gefragt. Und hast du mal dumme Kommentare bekommen oder so? Oh ja. Also ganz oft bekommt man irgendwie so, du solltest eigentlich ein Model sein oder du solltest Basketball spielen oder... Zwei Optionen. Ja, also es wird schon sehr zum Thema gemacht. Da heißt es dann die Große, wo ich mir denke, ich habe auch einen Namen, ich bin jetzt nicht nur die Große. Wenn man mich beschreibt, aber die Kleine mit den Locken so ein bisschen. Und man denkt so, oh ja, ich habe auch ein paar andere Sachen als kleine Locken. So. Oder dass Leute irgendwie teilweise auch so ein bisschen Angst haben. Ich merke das auch hin und wieder bei Kindern, dass die dann teilweise wirklich am Anfang sehr zurückhaltend sind, weil ich einfach schon um einiges größer bin als sie. Was natürlich auch verständlich ist. Was ich auch ganz oft höre zum Beispiel ist, super, dass du so groß bist, dann fühle ich mich nicht mehr so groß. Wow. So, yay, danke, toll. Das. Nächstenliebe. Ja. Was magst du am liebsten an deiner Größe? Dass ich immer gut Luft bekomme und immer die Übersicht habe, egal wo, auf irgendwelchen Festivals oder Konzerten. Und was magst du an deiner Größe am liebsten? Beinfreiheit. Egal wie lange ich im Bus sitze, mir tun nie die Beine weh. Ich kann richtig gut schlafen. Oh, das ist natürlich super. Was magst du am wenigsten an deiner Größe? Bei Konzerten keine Luftfreiheit zu haben. Oder Kino oder sowas. Und man denkt so, oh, ich habe einen super Sitz bekommen. Und dann kommt auf jeden Fall jemand, setzt sich vor und man ist so, oh, scheiße, sehe ich wieder nichts vom Film. Früher war es tatsächlich so, dass, was ich vorhin schon meinte, dieses ernst genommen werden ein ziemliches Ding war. Da bin ich mittlerweile so, naja, wenn mich jemand nicht ernst nehmen will, dann ist es irgendwie ihr eigenes Problem, wenn das an meiner Größe hängt. Ja, ist ja auch total blöd eigentlich. Ja. Was stört dich am meisten an deiner Größe? Beinfreiheit. Ein ganz großes Thema und so klamottentechnisch ist das halt auch einfach immer schwierig, irgendwie Hosen zu bekommen, die lang genug sind und Mänteln und Blusen. Ja, bei mir ist jetzt dieser Crop-Trend mega gut, so die Sachen, die halt eh nur so bis zum Knöchel gehen. Bei mir sitzen die dann immer perfekt. Ich denke so, für mich ist der Trend richtig scheiße, so richtig. Das kann noch länger anhalten, meinetwegen. Diese mega kurzen Kleider sind halt bei mir mehr Oberteile. Würdest du deine Größe ändern, wenn es dich jetzt nichts kosten würde und auch keine gesundheitlichen Probleme hätte? Nee, würde ich eigentlich nicht. Ich bin irgendwie groß und das gehört zu mir und ist auch okay. Ja, und wenn man dich das so vor 5 Jahren gefragt hätte oder vor 10 Jahren? Ja, vor 10 Jahren dann hätte ich, glaube ich, ja gesagt. Wie ist das bei dir? Würdest du irgendwie was ändern wollen? Nee, aber ich glaube schon, dass es auch viel von meinem Charakter mittlerweile ausmacht. Also ich fühle mich nicht klein, aber gerade dadurch, dass einen Leute als klein wahrnehmen, ist man vielleicht dann oft so ein bisschen, dann haue ich jetzt nochmal einen Spruch raus oder so. Mhm. Und dadurch bin ich bestimmt zu dem geworden, was ich jetzt so bin. Und das finde ich ganz gut. Aber ich glaube, vor so 10 Jahren... Ja, auch, ne? Die auch so 10 Zentimeter mehr ganz gut gefunden. Ja, ich auch. So 10 Zentimeter weniger, das ist so. Wir tauschen können. War das für dich mal ein Ding so bei Partner- oder Partnerinnenwahl? Ein Typ muss nicht größer sein und auch nicht gleich groß. Der kann schon auch kleiner sein. Ich finde das jetzt nicht so schlimm.
das finden eher andere. Also man hört das ja mal so von der Familie, aber das muss doch schwer sein mit gleich Großen und so. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Klischee, dass halt große Frauen es schwer haben, jemanden mit der gleichen Größe zu finen oder größer. Ja, was ja auch gar nicht sein muss. Also ich finde das auch irgendwie so blöd, dass der Mann größer sein muss. Mir ist das egal. Ich meine, so ganz klein, weiß ich nicht. Ja, wenn ich den richtig gut finde, auch nicht. War das bei dir mal ein Thema? Also ich habe mir da tatsächlich nie Gedanken drüber gemacht, ob mir jetzt jemand zu groß oder zu klein ist, sondern es ist ja dann eh, wen findet man attraktiv oder nicht attraktiv und woran das jetzt liegt, ob das die Größe ist oder der Humor oder die Nase oder sonst was. Ja. Hinterfragt man ja manchmal auch gar nicht so, wenn man jemanden gut findet. Manchmal hat es ja auch ziemlich Vorteile, groß zu sein. Zum Beispiel so im Supermarkt oder so frage ich schon oft Leute so, hey, sorry, kannst du mir das mal runterholen? Ah, du bist das? Okay. Ich bin das. Naja, bevor ich mich da abstreck und ins Kühlregal kletter. Nervt dich sowas oder findest du es eigentlich sogar ganz cool, dass du bei jemandem so helfen kannst? Ich finde das okay. Also das finde ich jetzt blöder, wie wenn irgendwie, keine Ahnung, Touristen kommen und ein Foto machen wollen. Das finde ich dann, passiert dir? Das finde ich dann so ein bisschen doof. Ja, das verstehe ich. Also es ist voll egal, ob ihr groß oder klein seid und macht euch nicht so viele Gedanken über eure Körpergröße, weil klein sein ziemlich cool ist, weil ihr überall reinpasst. Groß sein ist auch super, man sieht gut bei Konzerten. Und schreibt uns doch mal, wie groß ihr so seid, in die Kommentare. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Tschüss. Wird uns interessieren. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Tschüss. Kann man sowas rausschneiden? Ja, ja. Ich glaube, wir schneiden da so ein bisschen was. Okay.